Willkommen zurück hier im Untergrund von Hyrule. Willkommen auf Nussknackers Welten. Wir haben uns in der letzten Folge zusammen mit Robelo in den Untergrund gewagt. In Hyrule haben sich viele Risse aufgetaucht in jenen. Und wir haben gemerkt, es ist ja wirklich brachial gefährlich. Monster sind hier unten ziemlich stark und wenn sie mich berühren, da sie mit mir erstmal bedeckt sind, blockieren quasi meine Herzen dauerhaft. Ich muss mich irgendwie heilen. Aber erstmal sprechen wir mit Robelo. Hi. Hey, du, endlich bist du hier. Sieh das mal an. Ich kann es kaum erkennen, aber diese Statue. Sie steht auf zwei Beinen und erhebt den einen Arm. Ja klar, wenn du das sagst. Sie sieht nicht aus wie auf wie das Bild auf dem Fragment, das Joshua erwähnt hat. Wie auch immer, es ist zu dunkel hier. Wenn diese Leuchtwurzel da nur etwas heller werden könnte. Das sind übrigens uns sehr unfreundliche neuen Freunde, ne? Sie sind böse. Ja, ohne Kamera diesmal, weil ich sehe aber nicht so frisch aus. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Herzen wieder freigeschaltet. Nicht geheilt, aber freigeschaltet. Da haue ich mir vor Freude mal ein paar Rostäpfel rein. Super. Und ich kann zwar unten... Oh, ich kann hier unten. Ich kann hier unten, wie ich kann. Robelo, wo bist du? Klar. Was zum Arsch? Das ist doch unglaublich. Die seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Mhm. Es fühlt sich so an, als ob. Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Oh, ich wollte das hier eigentlich zeigen. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm hebt. Das sieht nicht so aus wie das Bild, das Joshua gezeigt hat. Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Ach, jetzt ist er erst freigeschaltet. Klar, ich konnte sie aktivieren letztes Mal, wenn es sich an ist. Wie ich jetzt so weiß gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann. Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen. Nutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir das Probepad mal kurz zeigen? Ach du meine Güte. Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Warte mal kurz. Wie war das noch gleich? Diesen Knopf betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen. Fotomodul. Mit dieser Purapad-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Na, wie habe ich es vermisst, vor allen Fotos machen zu müssen? Na also, jetzt sollst du das Fotomodul, das Hyrule-Handbuch und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Hier ist ein Foto der rätselhaften Statue. So kann das, kannst du das Fotomodul gleich einem Funktionstest unterziehen tun. Funktion, Test rein. Klingt das nicht formidabel? Natürlich. Komm wieder zu mir, wenn du das Foto im Kasten hast und lass mich einen Blick darauf werfen. Hm. Fotomodul, da ist es. Jetzt noch die Frage, wozu ist dann der letzte Eintrag im Auswahlrad? Und du knippst. Hey, du, wie ist es gelaufen? Hast du rätselhafte Statuen mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, zeig schon her. Sag schon, ist ein gutes Foto gelungen? Mach mal Lucky. Wunderschön. Das sieht gar nicht mal so gut aus, das Bild eigentlich. Voll verpixelt und so. Ist wohl. Hat wohl nicht mega pixelt die Kamera. Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joshua wird Freudensprung gemacht. Jetzt die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joshua gerade unter Lupe nimmt.
Es steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Mit dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später im Spielposten und lass Joscha nicht allzu lange warten, in Ordnung? Ich muss sagen, ich möchte mich ja glaube ich auch nicht mehr allzu lange aufhalten. Ich schaue mich vielleicht doch mal um. Aber das war's dann auch. Ich bin schon ein bisschen neugierig, was es hier so gibt, ne? Ist noch eine Statue. Gibt es von denen mehrere? Sagen wir mal einfach ja. Was leuchtet denn da? Ist das ein weiterer ablichtungsmäßiger Ablichtpunkt? Da sind die kleinen Böslinge. Ich muss mich mit denen aber jetzt nicht unbedingt prügeln. Dorthin möchte ich noch. Aber euch mache ich erstmal einen Bogen. Ich glaube, ich habe keinen. Habe ich von denen Loot bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Geh ihn erstmal aus dem Weg. Na, shit. Aber ich möchte nicht nah rankommen lassen. Ja, demolieren mir nämlich meine Herzen. Hier im Untergrund wachsen Bombenpflanzen. Ich weiß gerade nicht geistgegenwärtig genug, um ein Bild von dem jungen Skelett zu machen. Shirok. Du bist neu. Ja, lass mich von den kleinen Plagewichten doch mal ein Bild machen. Das ist, glaube ich, Nervsack oder so, ne? Moment. Das Geräusch kam mir gerade seltsam vor. Ja, zu Recht. Da hilft gerade nur eins. Nein, nicht so. Ja, coole Gegend hier, gebe ich zu. Aber gefährlich, meine Leute. Ehrlich. Okay, wir bleiben vielleicht diese Folge noch im Untergrund. Zumindest eine Weile. Denn ich möchte schon mal wissen, was hier so vor uns sein tut. Ist das da eine neue Pflanze und kann ich sie ablichten? Es ist keine neue Pflanze, aber ich kann sie ablichten. Ein schöner, guter Quellmaling. Jetzt geht's los. Ich muss alles fotografieren. Zum Beispiel auch die da. Kommt für die Sammlung. Lächeln. Mal ganz knapp aus dem Fokus, ne? Ich brauche bitte mit Namen. Düsterwürmchen. Ja. Wenn das jetzt die letzte Quest war, die wir hier in der Gegend haben, werde ich mich wirklich jetzt in Richtung Kakariko aufmachen. Ich werde natürlich alles, was wir an Schreien und so finden, mitnehmen, klar. Und ich kann es auf dem Jasper wachsen. Ich komme dich gar nicht so einfach ran, ne?
Vielleicht kann ich fliegen. Muss ich es auch gar nicht, aber ich weiß es gerade halt nicht. Könnte auch möglicherweise einfach drum rumlaufen. Gott. Ist schon heftig, was hier alles gibt jetzt. Ja, das ist ein Moblin vielleicht gewesen. Bevor es zu diesem Miasma-Monster wurde. Nicht dich. Dich. Nehmen wir dich, Hässlichkeit. Den. Nein, bitte. Na gut. Ich komme nicht so gut in den Fokus. Ich gehe erstmal einfach mal andersrum, ne? Den Jammwurzel. Ich blockiere das, überspringe das mal. Da sind Ruinen. Menschen, da sind Ruinen. Muss ich mal Lucky Lucky machen tun. Das sind keine Ruinen, das sind wahrscheinlich einfach nur riesige Monsterbauten, schätze ich mal. Na schön, lass uns gehen. Ich bin weit ab vom Schuss. Muss mal vergleichen. Na gut. Auf zurück zum, am Spähposten. Mit ihm quatschen wir auch gleich, keine Sorge. Ich muss vorher von allem Foto machen. Naja, dann nicht. Hi. Hier, da bist du ja wieder. Na los, zeig Joscha schon dein hübsches Foto der rätselhaften Statue. Betrachte dies. Das ist ja kein Zweifel, es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritter. Dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist. Dies ist ein Durchbruch. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und noch auf weitere Kenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschungen. Ach, aber vorher. Ich wollte dir etwas überreichen als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. 1 Million Rubis. Dies wurde bei der Forschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sohn-Oszillation hinterlassen. Dankeschön. Der repräsentiert irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle. Wer weiß, möglicherweise hilft es dir ja bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Bitte sehr. Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu dem Geheimnis im Untergrund ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir unserem Fundstück noch weitere Fragmente. Ob wir in unserem Fund noch weitere Fragmente haben. Onkel Robbie, Herr Ritter, tausend Dank, dass ihr für mich der Sache auf den Untergrund gegangen seid. Lustig, lustig. Ich muss ins Labor. Na dann geh. Bilo? Joshuas rätselhafte Statue hast du meistens abgelichtet. Ich habe den Eindruck, du hast ihr damit eine große Freude gemacht. Dann habe ich wohl einen richtigen
in den Geheimnis des Fotomodus eingeweiht. Und das war noch nicht einmal alles. Das Purapad verfügt über weitere fantastische Funktionen. Spitz deine Spitzohren. Dein Purapad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Unerwartet, ja. Was soll es denn? Ungefähr ist überrascht da. Nein. Derjenige, der auf die Schreine Aufmerksamkeit wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind, das war niemand anderes als ich allein. Als einziger ganz Hyrule. Bestimmt. Darf ich anmerken. Dem Sensor deines Purapads hier am Spähposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssen wir zum Purapad-Institut in Hateno. Purapad-Institut? Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Purapads arbeiten. Dort können wir dein Purapad und seinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Ost-Nekluda und am Rand ist Hateno und am Rand ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ist ein 1A-Labor. Allerdings haben Joschas Vorsprung derzeit Vorrang. Also bleibe ich noch ein Weilchen hier. Mach mal Hals drum. Moment. So. Jetzt gehen wir mal zu unseren gefiederten Booten. Ich denke, dass ja genau das ist. Das nur durch Initiative. Meister, ich ziehe meine Kappe. Ah. Pen. Na, sowas. Diese Silhouette kommt mir bekannt vor. Hast du nicht gerade dort in die Luft, geflogen? Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschuss von einem Kartografieturm. Wie ein Dufte. Sag mal, wie lautet dein Name? Ich bin der Link, ne? Hm. Link, ja. Link? Sag mal. Das ist doch dasselbe Name wie der von dem berühmten Helden. Haha, dann bemühe dich, mich gerecht zu werden. Oh. Ah, tut mir leid. Wo sind meine Manieren? Ich hatte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pen vom, Kleeblatt-Kurier. Ach, die Post. Die Presse, die Pura meinte. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Gut, ich muss dann los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht. Immer wie im Flug. Ich fände es großartig, wenn ein junger, mutiger Mann wie du unseren Reporterteam verstärken würde. Du findest unsere Station in Hebra im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke ins Dienstdorf, der auch nicht führt. Schau doch mal vorbei, wenn du interessiert bist. Und jetzt... Abflug! Zapau! Da geht er. Dahin. Okay. Gut. Zapau. Und der Zapau? Nein, ist ein Last. Ich wollte nach Kakariko, sagte ich, ne? Gut. Mach ich das eben. Ich sollte wirklich noch auf meine MBS-Schirm spielen. Das sieht alles schöner aus. Ja, ihr seht das Video hinterher schöner, als es eigentlich aussieht. Nicht Apfelfotos machen. Dies ist ein Apfel. Klingt komisch, ist aber so. Nennt man genau nicht den Insucher, den ich haben möchte, aber das ist wohl egal. Da, Äpfel sind Äpfel. Apfel. Holzpfeil. Hm? Mit Spitze bitte. Gut. Und nun? Machen wir Lucky Lucky auf die Karte. Epona ist dort. Haben wir in der Nähe irgendwo noch Schreine gesehen, die ich machen könnte? Kommt, ich lasse mich mal mit dem Turm abschießen und dann segeln wir in Richtung unserem Pferdchen. Ah, was machst du übrigens? Ist das so eine Übungsstatue? Puppe? Kann ich da auch üben? Bin ich da cool? Das ist ein Regentropfen. Ist sehr angeschränkt, aber Regenzopf zu sein. Oh. Ah, tut mir leid, ich bin gerade beim Schwertkampftraining. Wir müssen uns also unser Alte halten in Ordnung. Man weiß nie, wann Monster angreifen, darum muss ich weiter an meiner Schwertkampftechnik feilen. Mit dem Schwert kämpft er sich anders. Es ist also eine gute Idee, verschiedene Schwerter auszuprobieren. Wenn du ihre Eigenheiten kennst und richtig einsetzen kannst, sollte dich nicht stören, wenn sie zerfressen sind. Da irgendwie schon recht. Trotzdem. Zeit für Feuer Fry.
untersuchen tun. Ist, glaube ich, da irgendwo lang. Wir drehen uns kurz und fliegen weg. Könnte vielleicht sogar bis zum nächsten Turm kommen. Ziege mal in Richtung des nächsten Turms. Der wäre aber wohl da. Ich sollte mein Pferd holen. Ich kann aber von hier aus nicht sehen, wo der Stall war. Der Stall ist genau da auf der Spitze des Paragliders. Na, dieser komische Schatten da. Oh ja. Na gut, ich muss mal ein Stück laufen. Ein Stück Strecke laufen. Beschleunigende Sturzflugs, ja klar. Ich mach das mal so. Jetzt machst du was gleich Quatsch, die Matsch. Lustig gewesen, wenn Link genau in derselben Pose hier wieder angekommen wäre. Also lustig für mich. Fotos, 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 da. Ein Hahn. Hahn, Huhn. Ein Federtier. Sieh zu mir, du Federtier. Passt perfekt. Ein Huhn. Ja, ist ausreichend. Ich will zu meinem Freund, oh nein. Darfst du bald? Was ist der Rolling? Das wurde auch an der Beleuchtung gefeilt. Und an Texturen und. Das wurde halt so viel gemacht. Dies ist eine Hacke. So, mein Crocky Boy. Was ist denn deine Sorge? Ich will zu meinem Freund. Kann ich ein Foto von dir machen? Du da hilflos hängst. Könnte ich, muss ich aber nicht. Ui, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich meinem Freund getrennt wurde wieder einmal. Oh mein Gott. Dann sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, zu ihm zu stoßen. So schöpf, ich kann mich kaum bewegen. Naja. Will zu meinem Freund immer noch. Ja, das dachte ich mir, sagt er auch. Gleich wieder. Ich muss mich gerade um wichtige Dinge kümmern. Zum Beispiel eine Holzkelle fotografieren. Optimal. Na, fantastisch. Kann ich Sachen an den Polar rankleben? Nein. Keine Sorge, Pferdchen. Ich möchte am besten darüber. Was ist das? Mein Gott. Es gibt so viele andere Quests, die ich machen muss. Ich, du bist nicht wichtig genug. Kann ich ein schickes Beispielbild von dir machen als Pferdemusterexemplar?
Musterexemplar von einem Pferd. Hier sehen Sie nun Perfektion. Perfektion in digitaler Gestalt. Okay, es fehlt der halbe Kopf, aber ist egal. Komm her, Träumel. Klingt ganz so blutmondmäßig, ne? Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Okay, es gibt also eine Kurzform von diesen. Diesem Video. Abwärts. Er ist nicht sehr rund, ne? Es war wahrscheinlich so eine Sache, dass ich mir so, sagen wir mal, einen Wagen baue oder ähnliches. Auskundschaften. Ja. Das war gut, aber ich stand im Weg. Das ist eher so vorgestellt, ja. Was war denn da? Ja, wunderschönen guten Tag. Hahaha, hast du ja so gedenkt getan. Das war ein starker Angriff. Vielleicht was zu essen machen. Was denkt er sich denn? Habt ihr das gesehen? Wow. Dann gib immer dann Exhalphosphoren her. Wir machen dann derweil mehr Bilder. Spannend, ne? Ich denke auch. Ja, ist schön. Ein Bumerang mit einem Stein daran. Perfekte Aerodynamik. So, oben waren sicher wertvolle Sachen. Lohnt es sich davon Bilder zu machen? Muss ich davon Bilder machen? Exhalphosphoren? Ja. Ich muss von jeder Monsterzutat noch Bilder machen. Ist ja doof. Ja, ist schön. Sporn, die Pfeile. Jetzt der Sporn. Also von manchen geht das, von manchen nicht. Warum? Manche Waffenteile zu gebrauchen sind oder woran liegt das? Naja.
Okay. Gott. So, wo ist unser Croggy Croc-Freund? Ein Schwertkäfer. Ah, Mitfahrgelegenheit. Oh ja. Lass dich von mir aufhalten, mein Freund. Das war sehr knapp, ja. So, ich bin der Link, ne? Deswegen. Dass es mal keiner ernst nimmt. Wahrscheinlich, weil es Link so klein ist oder so. Ah, ich behalte alles. Sag nicht, du machst ihn jetzt nicht so lange, er da oben drauf liegt. Fick dich. Nichts von dir. Ciao. Ach, bitte. Nimm mir nur so ein Stück mit. Na schön. Müssen wir nur mal zahlen der Passagiere mit, ne? Ah, das ist eine von diesen komischen Pflanzen, die mich wohl heilen kann. Wenn ich Miasma-Schäden habe. Ach. Ach. Sonnenfleckchen. Ja, perfekt. Und dazu einen dumm zappelnden Croc. Irgendwie der Croc sagen. Sonnenfleckchen. Das Ding hilft, heißt das. Nein. So, wir gehen jetzt mal direkt in die Luftlinie. Da können wir ihn wahrscheinlich gleich irgendwo abliefern oder runterrollen lassen oder was auch immer. Willst du meinen Freund? Ja. Dass du weggehst und mich in Ruhe lässt. Ich will mein Pferdchen wieder haben. Ich will auch. Na. Ah, hier gibt es verbrannte Dinger. Was auch immer er da macht. Ist mir gerade egal. Ich kann nur eine Quest auf einmal machen. Was soll ich noch alles tun? Ich nehme mal nicht mal ernst. Was ist das da im Bett? Ein Wagen, aber ich kann den Wagen gerade nicht ziehen, solange ich kein Pferdchen dabei habe. Nein, wir sind eh schon da. Weg wurde Monsterposten. Na, warum nicht? Ah. Danke, super, beste Freund zurückgefahren, dass hier ein Geschenk geguckt. So haben zwei Stücke. Ah, okay. Okay, ich möchte noch mal zu dem Mann am Wasser. Es gibt so viel zu erkunden und zu sehen, meine Freunde. Was damit bedeutet, ist, dass das Spiel sehr groß ist. Hey. Ob es auch klappt, weiß ich nicht, aber das sind Fische. Ein Hyrule-Barsch, schätze ich. Nein. Bleibt ihr bitte bei mir, damit ich euch fotografieren kann. Danke. Was soll denn klappen, mein Freund?
Oh, tut mir leid, Reisender, aber ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich bin extra wegen dir hergekommen. Doch, der Stall ist geöffnet, also frage ich am besten nach der Rezension, wenn du was möchtest. Es wäre nur gerecht. Was bist du denn? Kann ich mir irgendwelche... Kann mir wahrscheinlich ein steuerbares Floß bauen. Schätze ich mal. Gut, da wir das auch nur wissen, können wir jetzt endlich mal Ebrona holen. Bist du weggegangen? Ja. Dieses furchtbare Monster hat sich nicht mehr blicken lassen. Danke dir muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Du bist unglaublicher Held. Also wäre jetzt eigentlich alles perfekt, wenn mir nur meine Brüder helfen würden. Brüder? Ja, zwei Isara und Yolero. Die sind mir keine große Hilfe. Isara sucht nach irgendwelchen Gartengeräten, die einer Prinzessin geliehen hat. Und Yolero hat sich bestimmt irgendwo bequem gemacht. Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Aber keine Sorge, schließlich arbeite ich für drei. Der Stall der Sümpfe steht jederzeit zur Verfügung. Nur einer faulenzt da hinten um die Ecke und der andere steht am Wasser, wie es aussieht. Ja, da ist Terry, aber ich habe nichts zu verkaufen jetzt. Hm? Hier bitte mal im Kreis. Und dann machen wir uns jetzt mal vom Acker hin. Ich möchte nach Kakariko. Hoffentlich finde ich den richtigen Weg dahin. Oben ist ein Schrein. Komme ich dahin? Müssen wir wohl eine kleine Abzweigung nehmen, um dahin zu kommen. Und natürlich irgendwelche coolen Maschinen bauen oder sowas. Ich weiß. Quest, oh nein. Hi. Kado, hm? Ah, du bist Link. Ich hätte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Die Sache ist zu. Was? Prinzessin Zelda wird also noch immer vermisst. Hm, da kommt mir eine Idee. Link, du sollst mal mit Impa reden, habe ich vor. Wir erforschen die Geoglyphen, die vor kurzem plötzlich überall erschienen sind. Impa scheint davon auszugehen, dass sie sich bei der Suche... dass sie bei der Suche nach Prinzessin Zelda hilfreich sein können. Impa ist gerade in einem Heißluftballon auf Reisen. Sie sollte sich am neuen Stall von Marita aufhalten, etwas nordöstlich vom inneren Hyrule. In einem Heißluftballon ist man ziemlich schnell unterwegs. Ich muss mich beeilen, um sie aufzuschließen. Also entschuldige mich bitte. Impa und die Geoglyphen. Aber ich wollte doch... Wir sehen uns mal an, wie wir oben in den Schrein kommen. Guck mal, der Kakuda ist ein Kakadu. Kakadu ist ein Kakuda. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das schon nicht weiß, dann wenigstens ihr. Ich möchte, dass der dafür da ist, um mich zu bombardieren. Ich könnte aber auch damit modifizieren. Ein tanzender Baum. Verrückt, hä?
hab gleich keine Bögen mehr. Der Baum bewegt sich. Oh, wow.